bin Mienke Möwensen und möchte euch heute was zeigen. Wenn ihr mich mal besuchen wollt, dann müsst ihr hier an die Nordseeküste kommen. Hier seht ihr die Küste und hier seht ihr Bremen. Typisch hier an der Küste sind Strandkörbe, Leuchttürme, Seegras, Seesterne, Krabbenkutter und natürlich die Robben. Aber zweimal am Tag ist das Wasser weg. Was soll das? Hey! Hey! Hey, hier! Ich kann helfen! Und so was steht über uns in der Nahrungskette. Das weiß doch jeder Wurm. Lass mich das mal erklären. Das ist unsere Erde. Und das hier, das ist der Mond. Nee, das ist nur ganz und gar nicht der Mond. Das ist der Mond. Wie alle Körper hat auch der Mond Anziehungskraft und zieht unser Wasser auf der Erde an. An der Stelle auf der Erde, die dem Mond am nächsten ist, steigt der Wasserspiegel, da er das Wasser anzieht. Ist ja klar. In den anderen Regionen fällt der Wasserspiegel. Der Unterschied zwischen dem Höchststand der Flut und dem Niedrigstand der Ebbe des Wassers an einem Ort nennt man den Tidenhub. Und weil sich die Erde dreht, ist immer ein anderer Ort dem Mond am nächsten und hat deshalb auch Flut. Ohne die Gezeiten, Ebbe und Flut also, gäbe es gar kein Wattenmeer und für mich kein Zuhause. Und für mich wäre das dann ein regionales Gericht weniger. Attacke! Okay, ab ins Wurmloch.